Guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen für den Frankfurter Presseclub hier heute Abend bei unserer Netzwerkveranstaltung. Ich freue mich sehr, dass das wieder zunehmend möglich ist, dass wir mit dem Frankfurter Presseclub in Präsenz zurückkehren können, und Netzwerken ohne Präsenz ist schon mal gar nichts, und das wollen wir heute Abend auch tun, hier in diesen altehrwürdigen Räumen in der Villa Metzler. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sein dürfen und das mit einem Thema in historischen Räumen, wo es um Gegenwart, wo es um Zukunft, wo es um das geht, was uns viel in der Branche gerade beschäftigt, das, was oft als disruptiv bezeichnet wird, aber wir wollen hier heute Abend gar nicht irgendwie depressiv werden, ob der ganzen Veränderung. Es geht um neue Berufsprofile im Journalismus, und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind und Interesse an dieser Veranstaltung haben. Es geht um Web 2.0, es geht darum, dass vielleicht der Journalismus, so wie ihn viele hier im Raum gelernt haben, heute gar nicht mehr Realität ist im Digitalen. Was ist heute Realität in den Redaktionen? Was erwartet uns in den nächsten 10, was erwartet uns in den nächsten 5 Jahren? Wer denkt schon an Web 3.0? Diese Fragen sollen uns heute beschäftigen, und die sollen Sie auch stellen und loswerden. Und wir sind sehr froh, dass wir 4 Vertreterinnen, VertreterInnen heute Abend gewinnen konnten, die erstens uns sich vorstellen, die Berufsbilder vorstellen und ihre Redaktionen vorstellen von renommierten Häusern mit ihrer ganzen Vielfalt hier in Frankfurt. Ich darf ganz herzlich begrüßen Lilith Becker von einem kleinen Medienhaus am Rande der Stadt, dem Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, die uns heute aus dem Content-Netzwerk Yid berichten wird. Ich darf begrüßen Eva-Maria Schmidt von den Horizont-Medien, auch aus Frankfurt, renommiert und bekannt hier am Platz. Ich darf herzlich begrüßen Fabian Kühne, neu in der Frankfurter Medienwelt, wie wir gerade noch im Vorgespräch festgestellt haben. Dazu wird er aber nachher mehr sagen. Er ist für das Nachrichtenangebot beim HR unter hessenschau.de. Das ist, glaube ich, kurz gefasst das, was man sagen kann, aber Sie werden können es nachher viel genauer erzählen, was sie dort machen im Dornbusch. Und ja, auch schon einen alten Bekannten eher in Frankfurter Kreisen, den Leiter von FAZ.Netz, Kai-Tore Philipsen, verantwortlicher Redakteur für die digitalen Aktivitäten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ.Netz. Herzlich willkommen und ein kleiner Applaus für unsere 4 Gäste, die sich auch vorbereitet haben. Was haben wir heute vor? Die Gäste werden kurz Ihnen in 10 bis 15 Minuten ihre Arbeit vorstellen, ihre Häuser vorstellen, ihre Aktivitäten. Danach besteht Gelegenheit für Rückfragen, und dann werden wir nochmal in größerer Runde darüber sprechen, wie sich Berufsbilder verändern, was Sie interessiert, was untereinander eventuell an Austausch, an Inspiration gekommen ist. Und ich freue mich auf den Austausch und übergebe sofort an Herrn Philipsen. Bitteschön. Ja, ich übe das mal mit dem Mikro, das mache ich sonst nicht so häufig, aber ja, legen wir mal los. Genau, ich, um diese 10 Minuten nicht zu lange zu machen, will ich eigentlich sehr kurz nur darüber erzählen, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben, und habe mir 4 Sachen rausgesucht, die also wenigstens für die FAZ noch sehr junge Berufsbilder sind, die wir noch nicht so lange hatten, oder junge neue Projekte, die wir haben, wofür wir Leute eingestellt haben, von den Berufsbezeichnungen ich bis vor ein paar Monaten noch gar nichts wusste, dass es die überhaupt gibt, geschweige denn, was sie so genau machen. Und ich habe Bewerbungsgespräche geführt mit Leuten, die hätten mir alles erzählen können, weil ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Motion Design habe, und wir haben Motion Designer gesucht und wir haben Programmierer gesucht und so weiter, aber dazu komme ich noch, und auch davon habe ich natürlich keine Ahnung, weil ich auch den Journalismus vor langer Zeit gelernt habe. Genau, ganz kurz, was ist die FAZ im Internet? Wir haben im Kern immer noch die Website, die Apps und unseren Mobilauftritt mit so 60 bis 80 Millionen Visits im Monat. Im März 2020, Top Peak Corona, waren es 132 Millionen. Wir spielen damit in so einer Liga mit Zeit und Süddeutscher. Mit denen vergleichen wir uns ganz gerne, weil die Inhalte ja auch relativ vergleichbar sind. Die machen das genauso gut und schlecht wie wir. Welt und Spiegel sind ein bisschen größer. Ein relativ neues Produkt bei uns ist F+. Da haben wir vor 3,5 Jahren mit angefangen, und das ist, wie man sieht, ein Riesenerfolg. Wir haben Stand heute 106.000 zahlende Abonnenten. 106.000 Abonnenten, 97.000 davon zahlend.
Das finanziert all das, was ich nachher noch zeige, was wir Neues machen. Weiterhin eine Rolle spielt immer noch die E-Paper und die Multimedia-Ausgabe mit vielen Abonnenten, die wie alles bei uns sehr viel Geld zahlen für das, was wir bieten. Social Media spielt eine Rolle. Ich will nur ein Beispiel hier nennen. Das sind irgendwie 539.000 Follower auf Instagram, Facebook, Twitter. Überall spielen wir da mit. Nachher zeige ich noch ein Beispiel unseres neuesten, jüngsten Projekts. Podcasts haben wir, ich glaube, 8 oder 9, die regelmäßig laufen. Der erfolgreichste ist der Podcast für Deutschland, ganz bescheidener Name, wie immer bei uns. Und der hat also, heute ist wieder irgendein Militärexperte da und da kann man schon mal damit rechnen, dass er wieder deutlich über 30.000 Hörer haben wird, die sich da eine halbe Stunde Zeit nehmen, abends, um sich das anzuhören. Und darüber hinaus Newsletter sind ein wichtiges Geschäftsmodell, das irgendwie wiedergekommen ist im Internetjournalismus. Es war mal in, dann war es wieder out, jetzt ist es wieder in. Und wir haben also unser Flaggschiff-Newsletter, der Frühdenker, hat 160.000 Abonnenten und eine Öffnungsquote von deutlich über 40%. Den produzieren wir mit hohem Aufwand, zeige ich nachher auch nochmal was dazu. Ganz kurzer Rückblick, das war mal unser Bundeskanzler und war mal unsere Website 2001, das ist 2005, aber die sah da ungefähr genauso aus. Es gab noch keine Smartphones zu dieser Zeit, wir haben nur fürs Web gearbeitet, es gab einen Mini-WAP, hieß das glaube ich, Auftritt für Mobilfunk, aber das war eigentlich die Welt, die wir damals hatten und der Journalismus, den man damals machen konnte und können musste, der war doch sehr vergleichbar noch mit Print-Journalismus oder Agentur, wo ich das Handwerk gelernt habe vor vielen Jahren. Heute sieht das Ganze so aus, zumindest auf dem Desktop-Auftritt. Der Desktop hat heute nur noch eine Bedeutung, ein bisschen weniger als 30% unserer Leser kommen überhaupt über Desktop, die meisten sehen uns auf dem Smartphone. Und viele der Texte, die geschrieben werden oder produziert werden bei der FAZ, werden für eine Seite 3 geschrieben und landen nachher auf einem Smartphone, wo sie gelesen werden. Und jetzt kommen wir zu dem, was neu ist, was wir frisch noch relativ machen. Unser jüngstes Kind, habe ich gerade auf der Terrasse erzählt, auch ist gerade mal noch nicht mal einen Monat alt. Wir haben am 15. Juni sind wir bei TikTok gestartet. Haben da die ersten Videos hochgeladen, haben einen Vorlauf gehabt von ungefähr einem halben Jahr, haben dafür, wie ich gerade ja schon gesagt habe, eine Motion Designerin eingestellt, die vorher bei einer Werbeagentur war und da ganz tolle Sachen gemacht hat, aber eben noch nicht journalistisch gearbeitet hat vorher. Wir haben eine unserer erfahrensten Social Media Redakteurinnen, macht fast zu 100% TikTok und wir haben 2 zusätzliche Moderatoren, sodass wir ein dreiköpfiges Host- oder Moderatorenteam haben. Das ist unser Startvideo gewesen, mit dem wir uns vorgestellt haben. Das sind die 3 Hosts und die Lady auf dem Sofa ist Carrie, unsere Motion Designerin, ganz am Anfang, die dafür sorgt, dass das so cool aussieht und so schnell geschnitten ist und all sowas. Und genau. Dann, warum machen wir das? Und lohnt sich das? Das ist mal ganz kurz der kleine Einblick. Das sind ein paar Videos, die wir bisher gemacht haben. Wir verwerten das doppelt und dreifach, wie vieles von den Sachen, die wir produzieren. Wir produzieren es ursprünglich für TikTok, das ist rechts inklusive der Abrufzahlen. Ich weiß nicht mehr, ich habe das letzte Woche irgendwann gemacht, das dürften ein bisschen mehr mittlerweile sein, aber es gibt einen Eindruck, wie viel diese Dinger runtergeladen und angeschaut werden und Links. Und das ist ziemlich beeindruckende Zahlen. Das ist halt Instagram, wo wir mit den Videos hier 86.000, 74.000, 90.000 und so weiter Abrufe bekommen für das sind die meisten davon sind Erklärvideos, die kurz erzählen, was ist der G7, wie hoch ist der Mindestlohn, dann gibt es eine Serie zu Gender-Themen und morgen, wir machen was zur Flut, ein Jahr Flut,
Ganz klassische Themen, ein bisschen jünger angedreht alles. Und das sind, es ist eine Sonntagszeitungsredakteurin hier, die Johanna. Der Sebastian ist einer unserer Redakteure vom Dienst und Eileen ist die Social Media Redakteurin, die das Ganze mitbetreut. Und genau, warum machen wir das? Wir wollen einfach in diesen sehr jungen Zielgruppen, die nicht mehr ganz so jung sind wie noch vor ein paar Jahren, wir haben uns vor ein paar Jahren ein paar Mal dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir brauchen keine 14-Jährigen mit unseren Themen zu nerven. Aber mittlerweile sind die 20 auf TikTok und auf Instagram sind sie bis Mitte 30 und da fängt es natürlich schon an, für uns interessant zu werden. Und wir denken einfach, dass wir den Markennamen bekannt machen müssen. Es liegt keine Zeitung mehr zu Hause auf den Küchentischen der jungen Nutzer. Im Frankfurter Stadtbild muss man echt schon suchen, um die Frankfurter Allgemeine überhaupt noch irgendwo zu sehen. Im Bahnhof ist sie noch am sichtbarsten und wir wollen einfach diesen Namen bekannt machen, dass die Leute, wenn sie dann irgendwann mal in die Alterskohorten kommen, wo sie sich für politische Themen oder Wirtschaft oder Finanzen interessieren, dass sie dann denken, Mensch, da sind doch ein paar Leute, die das ganz gut mir mal erklärt haben, den Namen kenne ich irgendwoher. Und netter Nebeneffekt, wir zeigen mal ganz unauffällig, dass nicht nur alte weiße Männer arbeiten bei der FAZ. Dann Thema Podcast habe ich ja schon angerissen. Ich habe die Teams da immer ein bisschen daneben geschrieben, weil es geht ja um Berufsbilder hier. Beim Audio-Video haben wir eine Leitung, das ist der Andreas Krobock, der auch viele Podcasts für Deutschland selbst moderiert. Wir haben 4 Redakteure, 3 weitere Hosts aus den Ressorts. Das ist was wir bei der FAZ gelernt haben in den letzten Jahren. Je besser die digitalen Produkte im ganzen Haus vernetzt sind, desto besser funktionieren sie, desto anerkannter sind sie, desto leichter ist es für uns Leute, da mitzunehmen. Das heißt also, wir haben einen Feuilleton-Redakteur, eine Wirtschaftsredakteurin und einen Politikredakteur, die auch regelmäßig diesen Podcast machen und das hilft uns total weiter. Wir haben auch das war für mich Neuland, wir haben 2 Audio-Producer eingestellt. Der eine ist studierter Jazzmusiker und sorgt dafür, dass wir seit kurzem doch von der Klangqualität und von Effekten und all sowas deutlich nach vorne gekommen sind. Diese 30 bis 60.000 pro Folge summieren sich denn werktägliche Ausspielungen auf 1,3 Millionen Downloads im Monat. Und finanzieren tun wir das mit Werbung. Also selbst als zum Beginn des Ukraine-Krieges alle Werbetreibenden alle ihre Anzeigen storniert haben auf unseren Websites, war der Podcast eigentlich weiterhin immer ganz gut durchgebucht. Dazu gibt es noch 9 weitere regelmäßige Podcasts, aber der hier ist schon unser Flaggschiff. Der ist zum Vorzeigen. Und dieses Team haben wir haben auch vorhin gerade drüber geredet, wir haben ja letzten November beschlossen, 25 neue Stellen auszuschreiben. Und von denen sind doch viele hier reingegangen in das Thema Audio, Video. Newsletter. Habe ich auch vorhin kurz angerissen. Es ist hauptsächlich ein Kundenbindungsprogramm, was wir da machen. Wir schicken jeden Morgen um 6 diesen Newsletter in die Postkästen der Leser. Näher ran kommt man nicht als ins E-Mail-Postfach. Das ist für uns da das Wichtigste. Und der wird geschrieben von insgesamt 8 Redakteuren, die das wechselseitig machen. Wir haben immer davon geträumt, das so zu machen wie die New York Times, dass man einen coolen Autoren hat, der da vorne alleine steht, aber das funktioniert bei der FAZ nicht. Bei der New York Times sieht man denn, wenn man ganz unten sieht man die 4 Leute, die da noch dran mitgearbeitet haben. Sowas geht bei uns nicht. Man muss schon die Autoren immer nach vorne stellen und sichtbar machen. Deswegen machen wir das mit 8 Leuten, die das wechselweise machen. Das ist auch ein Learning aus allen digitalen Projekten. Kleine Teams funktionieren einfach nicht, wenn man 365 Tage im Jahr irgendwas produzieren will. Man braucht ein paar mehr Leute, damit das sicher ist. Diesen Newsletter, der war jetzt gerade ein paar Wochen kostenfrei, weil wir unseren neuen Podcast, der damit verbunden ist. Was ist das Besondere an diesem Podcast? Wir haben uns überlegt, wie schaffen wir das, morgens um 6 einen Podcast auf die Straße zu kriegen. Und da wir kein Radiosender sind, sondern eine Zeitung und ein Internet, ist uns eigentlich keine Lösung eingefallen. Wir wollten keine Leute in der Nacht beschäftigen.
Ich habe jetzt mittlerweile natürlich gelernt, dass es für Radiosender ganz normal ist, aber für uns war es nicht normal. Wir haben zwar ein paar Leute in Asien sitzen, die Nachtdienst machen, aber wir haben uns nachher dafür entschlossen, eine externe Produktionsfirma zu machen. Und die Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen hier, die kennen den Jan-Malte Andresen, der für WDR 2 und also ich kenne ihn noch von früher vom NDR, das für uns einliest und das ist schon sehr, also nicht einliest, also er macht es ziemlich Freestyle-mäßig, aber man hat trotzdem eine Connection dazu. Und wir haben damit so 8.000 bis 9.000 Abrufe jeden Morgen und Freitag sind wir irgendwie in der Drive-Time von Spotify und haben 25.000. Da nehmen die uns mit und daran sieht man auch, wie wichtig externe Plattformen sind. Genau. Und genau, es ist ein Pay-Produkt, also man nur, wenn man ein digitales Produkt der FAZ abonniert hat, bekommt man diesen Newsletter. Und letzter Punkt, der irgendwie auch ein neues Berufsbild ist, Datenjournalismus. Das habe ich jetzt, genau, ist auch nicht so viel zu sehen auf der Folie. Ich habe einfach nur einen Screenshot gemacht von unserer eigentlich beeindruckendsten oder vorzeigbarsten Datenjournalismus, von unserem vorzeigbarsten Datenjournalismusprojekt, und zwar Schneller Schlau. Das ist jeden Montag gedruckt in der Wirtschaft und online bei uns, meistens sogar relativ prominent auf der Seite, wo jeweils ein Datenjournalist und ein Autor, meistens aus der Wirtschaft, aber auch aus verschiedenen anderen Ressorts, sich ein Thema rausgreifen und wir die Geschichte, die dahinter steckt, hauptsächlich anhand von Grafiken und Daten erklären. Und das ist, da sind uns unsere Konkurrenten Süddeutsche und Zeit, glaube ich, ein Stück voraus und da wollen wir auch aufholen. Wir wollen großzügige, großflächige Datengeschichten erzählen und dafür braucht man halt auch andere Journalisten als vorher. Und man braucht auch, und das haben wir gelernt, einen Programmierer. Deswegen auch hier Berufsbilder im Journalismus. Wir brauchen auf einmal Programmierer, die mit Journalisten im Team zusammenarbeiten. Das gab es irgendwie bis vor kurzem auch noch nicht. Und die Redakteure, die wir da haben, sind bunt gemischt. Da ist ein Designer dabei. Wir haben einen Geografen eingestellt. Dem mussten wir erstmal erzählen, dass wir ihm glauben, dass er auch Journalismus kann. Der dachte, wir spinnen, aber bei Spiegel Online gibt es zum Beispiel zwei Stadtplaner. Das ist auch so eine geografische Unterabteilung, die seit Jahren da Datenjournalismus machen. Und unser Geograf kann einfach mit riesigen Datenmengen umgehen und daraus irgendwie schöne Grafiken machen. Deswegen haben wir uns den geholt. Und mittlerweile gibt es auch schon Studiengänge, also Masterstudiengänge Datenjournalismus. Und da haben wir jetzt auch eine Kollegin schon geholt, die das in ihrem Hauptstudium gemacht hat oder Masterstudium und werden da auch noch weiter wachsen. Und in all diesen Bereichen, die ich gezeigt habe, machen wir noch zusätzlich, um neue Leute zu kriegen, schreiben wir Volontariate aus. Wir haben jetzt ein Datenjournalismus-Volontariat. Nächstes Jahr werden wir noch ein Social- und ein Audio-Volontariat machen, um da unseren eigenen Nachwuchs ranzuholen. Jetzt versuche ich mal auf die letzte Folie zu gehen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Philipsen. Jetzt haben Sie uns ganz viel über die FAZ erzählt. Einiges wussten wir schon und haben sicherlich auch noch mal viel Anmerkungen. Aber wir würden gerne noch was über Herrn Philipsen erfahren. Nämlich, ich habe drei ganz kurze Fragen. Was ist Ihr liebstes soziales Netzwerk? Ja, ich bin, ich weiß nicht, also das einzige soziale Netzwerk, in dem ich mich einigermaßen zu Hause fühle, muss ich ehrlich sagen, ist Twitter. Aber das liegt natürlich an dieser Journalistenblase, die da unterwegs ist, und Politikerblase. Die anderen finde ich nett, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie mich irgendwie interessieren würden. Könnte unter Umständen passieren, dass jetzt die Antwort auf die zweite Frage genau die gleiche ist. Was ist die meistbenutzte App auf Ihrem Smartphone? WhatsApp. Und jetzt noch die allerwichtigste Frage, was ist Ihr liebstes Angebot bei Faznet? Momentan der Frühdenker-Newsletter, weil ich daran auch selber schreibe, wenn ich denn mal nicht alle anderen Sachen manage, und der Podcast, weil der Podcast wunderbar in mein Leben passt. Wenn ich von der Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause fahre, höre ich den Podcast für Deutschland und bin immer wieder beeindruckt, was ich da lerne. Ganz herzlichen Dank. Da vorne liegt noch ein Mikro. Wer jetzt unmittelbar Fragen hat, kann sich auch noch mal gerne zu Wort melden mit unmittelbaren Nachfragen zum Thema Faznet, zu dem Berufsbilder, was hier gesagt wurde.
oder nachher auch im Zusammenhang. Ich sehe da hinten, sehe ich ein Winken. Und gebe jetzt mal das Mikrofon der Einfachheit halber weiter. Warum haben Sie sich denn entschieden, Ihren TikTok-Auftritt unter der Marke FAZ zu machen? Also ich gehe mal davon aus, dass die Zielgruppe, die Sie das ist erreichen wollte, keinen Kontakt irgendwie zu dieser Marke bisher hatte, haben Sie auch selber gesagt, und möglicherweise auch gar nicht gekommen wird. Also warum war Ihnen diese Anbindung an die alte Marke wichtig, gerade auf diese relativ junge Plattform? Oder andersrum gefragt, warum haben Sie sich dafür entschieden, eine eigene Marke zu erfinden? Entschuldigung, ich wollte nur zwischendurch sagen, bitte für die Fragen das Mikro verwenden für die Aufzeichnung. Im Saal funktioniert es, aber die Aufzeichnung macht es uns schwer. Genau, also der Grund ist, weil wir die Marke in die Köpfe der jungen Leute kriegen wollen. Wenn wir das Ding jetzt, sagen wir mal, Hellerhofstraße genannt hätten oder Gallus Block oder was, das wäre vielleicht cool gewesen, aber wir wollen ja diese Marke nach vorne tragen und wir haben halt, die Sorge ist halt wirklich, ganz ehrlich gesagt, dass wir verlieren den Kontakt zu den Leuten da draußen, wenn wir die Marke nicht immer wieder nach vorne tragen. Also wenn ich zum Beispiel Funk sehe, die ja mit Steuerung F Sendungen machen, die finde ich toll, aber dass es vom NDR kommt, das schnalle ich gar nicht. Also und wir gehen da genau den anderen Weg. Wir versuchen junge Produkte zu machen oder für eine junge Zielgruppe anzusprechen mit unserem alten Namen und hoffen, den so zu verbreiten. Ich hätte mal eine Frage zur Monetarisierung. Es sind ja eine Menge Stellen geschaffen worden, Neueinstellungen. Sie hatten jetzt auch schon gesagt, dass es auch Werbung, dann auch auf Spotify Werbeeinnahmen gibt. Aber unterm Strich, wie sieht es da aus? Genau. Da hole ich mal ganz kurz ein Stück weiter aus. Also als von Jahrtausendwende online und Print und alles waren Anzeigen finanziert. Also die Printzeitungen, die haben irgendwie ein Appel und ein Ei gekostet und waren voller Anzeigen. Und online war genau das Gleiche, es war kostenfrei und es war Anzeigen finanziert. Und wir haben ja jetzt diesen Shift gemacht, dass wir, also sowohl die Zeitung ist ja ziemlich teuer, die man da pro Tag kauft, und wir haben, würde ich mal sagen, das teuerste digitale Informationsprodukt in Deutschland. Und darüber finanzieren wir das. Also die Antwort heißt F+. Es sind 97.000 zahlende Abonnenten, von denen zahlen 24.000 11,80 Euro im ersten Jahr und über 40.000 sind schon im zweiten Jahr oder noch weiter und zahlen 19,80 Euro im Monat. Und das ist einfach die Cash-Cow, die da ist. Und es ist jetzt, ist auch keine Faznet-Besonderheit, ich weiß es vom Spiegel und von der Zeit. Es ist, wir haben alle gerade das Glück, dass diese digitalen Abos sich verkaufen und darüber können wir Sachen machen, die wir ausprobieren können. Also für TikTok fällt mir überhaupt keine Monetarisierung ein, Insta auch nicht, es sei denn, wir irgendwie unser Host hält da eine Pepsi-Flasche irgendwann in der Hand oder so und sagt, ja genau, das wollen wir alle nicht. Podcast trägt sich so einigermaßen. Also die Einnahmen sind okay, aber reich wird man damit nicht. Also genau, die Cash-Cow ist F+. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar zum Thema Qualität des Journalismus bei den ganzen technisch orientierten Dingen, Bewegtbild etc., den Leuten, die Sie eingestellt haben. Wie gewährleisten Sie wirklich die Qualität des Journalismus an sich? Also wie ist auch das Verhältnis zwischen zum Beispiel diesen Designern und Leuten, die wirklich journalistisches Handwerk gelernt haben? Ja. Also die Qualität, also die meisten Leute von uns, die haben ja eine journalistische Ausbildung. Manche können dann halt noch on top irgend sowas. Und jetzt, wenn wir jemanden aus einer Werbeagentur holen oder von einem Geografen holen oder so, der arbeitet ja mit anderen Journalisten zusammen oder sie. Und dadurch, so versuchen wir das zu gewährleisten. Und wir leben das ja jeden Tag in jedem, also klar machen wir auch Fehler, ist ganz normal, aber das wird halt vorgelebt und durchgelebt und so versuchen wir das auch zu verbreiten auf Leute, die eher technisch unterwegs sind. Aber es ist, ich glaube, im Online-Journalismus ist es total gemischt. Der technische Teil ist, ich sage mal, ist wie ein Fotograf. Der ist auch ein Journalist in seinem Kopf und hat journalistische, ethische Kriterien, aber sein Werkzeug ist halt der Fotoapparat und so ist das. Beim TikToker ist es halt der Schnitt oder das Motion Design oder beim Datenjournalisten die Datenmengen. Danke.
Mich würde mal interessieren, wie die Ausbildung zum Journalisten heute überhaupt aussieht. Wie sich das verändert hat zu früher, wenn man einfach ein Volontariat gemacht hat. Also mich würde das wirklich, das interessiert mich brennend. Ja, ich kann es ganz kurz sagen. Also ich glaube, wir machen gerade eine Volontärseinführungswoche bei uns. Wir haben da 7 tolle junge Kollegen, die wir mit einem 2-jährigen Volontariat ausbilden. Aber wir brauchen eben dazu Leute, die Sachen können, die so wir Journalisten nicht können. Aber die Grundausbildung, zumindest bei der FAZ kann ich das sagen, diese Grundausbildung ist immer noch die gleiche. Wir suchen Leute, die schreiben können, die Lust haben, dann kriegen die 2 Jahre Volontariat von A bis Z. Aber genau, man braucht auch zusätzlich auch noch andere Leute. Ich glaube, damit sind wir schon sehr stark bei den Fragen, die wir uns auch gerne noch für die Schlussrunde aufheben, dann auch mit unseren anderen Gesprächspartnern. Bis hierher, vielen Dank, heißt es immer so schön, Kai-Tore Philipsen, ganz herzlichen Dank für den Einblick bei FAZNET. Liebe Gäste, unter FAZ, unter FAZ, unter Frankfurter Allgemeine und auch unter FAZNET können wir uns sehr viel darunter vorstellen. Einige hier im Raum können auch mit JIT was anfangen, weil sie aus dem gleichen Hause stammen wie Lilith Becker, in dem ich auch tätig bin. JIT kann ich aber nicht erklären, sondern das kann die Leiterin von JIT seit 2 Jahren am Start und seit 2 Jahren die Leiterin Lilith Becker. Bitte schön. Jetzt wird es alles ein bisschen eine Nummer kleiner, also sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Abonnentenzahlen. Wir haben aber als kirchenfinanziertes Unternehmen natürlich auch das Glück, dass wir nur einen Teil selbst erwirtschaften müssen, bisher. Deswegen Monetarisierung ist nochmal ein extra Thema, was uns bei JIT jetzt noch nicht so sehr betrifft. Deswegen, da könnte Carsten Frerichs wieder mehr zu sagen zur Monetarisierung. Achso, genau, neue Berufsprofile im Journalismus, heute unser Thema. Ich erzähle kurz, wie ist das JIT-Netzwerk entstanden, wo kommt das her, wo kommen wir her, ein paar Kolleginnen sind da und Kollegen. Achso, Entschuldigung. Dann, wer gehört zum Netzwerk und wie arbeitet JIT? Also, wir arbeiten im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, also Carsten Frerichs und ich und Claudia Keller von Christmon und Andrea Wicke und ein paar ehemalige sind auch, da habe ich schon gesehen. Die Leute, die hier aus Frankfurt kommen, kennen das vielleicht auch, das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, eine GGmbH, und sie ist das bundesweite Medienunternehmen der evangelischen Kirche in Deutschland. Das heißt, die Synode bestimmt alle 4 Jahre, wie viel Geld unser Haus bekommt, und unser Haus bekommt seit fast 20 Jahren immer exakt den gleichen Betrag. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet bei Inflation so und bei steigenden Gehältern. Im GAP finden sich die Bereiche Printpublizistik, ich habe das von Wikipedia rausgeholt, ne, aber erspare Ihnen, dass Sie das jetzt selbst lesen müssen. Wir haben den EPD, wir haben evangelisch.de, Chrismon, das JS-Magazin und noch vieles mehr. Und wie gesagt, es gibt einen ausführlichen Wikipedia-Eintrag, da können Sie sich auch noch vertiefen. Dann wurde beschlossen, dass die Kirche natürlich auch auf Social-Media-Plattformen aktiv sein muss, weil das Evangelium muss überall da verkündet werden und von der Kirche muss überall da erzählt werden, wo Menschen konsumieren. Jedes Medium muss benutzt werden und deswegen sind wir auch auf Social-Media gegangen und das haben wir im Februar 2020 gestartet. Wir haben 2019 damit angefangen, Leute zu suchen, die in diesem Netzwerk mit uns zusammenarbeiten. Der Auftrag war: Suchen Sie christliche Influencer, große in den sozialen Medien, und vernetzen Sie diese. Der Grund ist, den wir als Medienschaffende alle teilen, dass die Türen uns nicht einfach so mehr offen stehen. Und das ist vielleicht auch ein Teil, was unseren Beruf angeht. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass wir irgendwie die 4. Gewalt im Staat sind, nur weil wir ausgebildete Journalistinnen sind. Das heißt noch lange nicht, dass uns die Leute zuhören, sondern sie hören vielleicht auch ganz vielen anderen Stimmen zu. Also eine große Herausforderung, nicht nur der Kirche, aber Jesus zeigt das ganz schön. Lass mich rein. Ja, warum? Ja, damit ich dich retten kann. Ja, vor was denn? Na, vor dem, was ich mit dir tun werde, wenn du mich nicht reinlässt. So, unser Dilemma. Es ist eben nicht mehr klar, dass die Leute hinter der Tür verstehen, was wir da tun und wieso sie uns reinlassen sollten. Deswegen auch auf Social Media, da sind viele junge Menschen, aber mittlerweile auch ältere. Kai-Tore Philipsen hat es gerade ja auch gesagt, also das wird, da ziehen mittlerweile bei Instagram schon eher so Richtung, da geht es auch schon bis zu den 60-Jährigen mittlerweile. Meine Mama ist auch da, also meinetwegen, aber genau. Die Themen, die wir haben, sind die gleichen, also bei JIT wie in der evangelischen Publizistik grundsätzlich. Glaube ist eine Ressource.
Teilhabe an kirchlichem und gesellschaftlichem Leben. Die Kirche ist ein großer Player in unserem sozialen Wohlfahrtsstaat, ganz traditionell. Deswegen haben wir da auch in der EU für Deutschland Sonderregeln bekommen, schon länger. Und religiöse bzw. Bildung ist immer auch ein Thema der Kirche. Die Rahmenbedingungen bei uns sind so, anders als bei Funk, also es ist jetzt nicht reiner Zufall, dass wir als JIT übrigens vier Buchstaben haben wie Funk, weil die Idee war schon, mach doch mal sowas wie Funk. Nur mit dem Unterschied, dass wir 3,2 Stellen haben und ganz viel weniger Geld. So, da zeige ich gleich nochmal was dazu. Die Ehreninfluencer bei uns, Mädelsabende, da hat so ein Instagram-Account ungefähr 20 Mitarbeitende. Bei uns arbeiten die Influencer ehrenamtlich und in der Regel allein. Und wir als JIT-Redaktionsteam, die wir dann diese christlichen Influencer rausgesucht haben, um sie zu unterstützen, diejenigen, die das auch schon ganz gut gemacht haben und die angefragt haben, wir unterstützen die, um Friktionen zu vermeiden, das heißt Widerstände. Das heißt, wenn man das ehrenamtlich macht und dann da engagiert über seinen Glauben erzählt oder über Themen, die einen beschäftigen, dann gibt es sowas wie Technik. Habe ich ein gutes Ringlicht, wenn ich jetzt Videos produzieren muss, so, oder ein gutes Mikrofon, wenn ich einen Podcast aufnehmen möchte, und solche Dinge finanzieren wir. Das erzähle ich aber auch gleich noch ein bisschen. Ist das toll? Ja. Freust du dich? Ja. Dann lach doch mal. So. Was weiteres, was eine große Herausforderung für mich war, falls Carsten Friedrichs mich auch gleich fragt, was meine Lieblings-Social-Media-Plattform ist. Ich fand es ganz schrecklich, dass ich überhaupt auf Social Media gehen musste. Ich habe so super gerne das Morgenmagazin geguckt, mich gerade gefreut, da war ich auch mal Kabelhilfe, super toll finde ich das. Ne? Ich lese sehr gerne Zeitungen, habe für die Frankfurter Rundschau gearbeitet, und auf Social Media sein zu müssen, war für mich erstmal eine Herausforderung und auch mich da zeigen zu sollen. Also weil wir dann mit JIT angefangen haben, auch einen Account zu machen, um unsere Leute auch unterstützen zu können und da zu sein, wo die auch sind. Unterhaltung ist nicht so das Erste, was wir als Journalisten lernen, sondern das ist was anderes. Wenn wir soziale Medien aber jetzt bespielen sollen, ist dieser Unterhaltungsfaktor schon ziemlich wichtig. Also wir werden immer kürzer, wir müssen unterhaltsamer werden. Deswegen würde ich sagen, das ist auch auf jeden Fall was, was zu unserem Beruf mittlerweile dazugehört. Ne, früher, wir haben alle gesagt, die Bild-Zeitung, ja klar, ne, aber die können natürlich super Schlagzeilen machen. Das müssen wir mittlerweile alle können, super Schlagzeilen machen, weil das ist eben nicht mehr selbstverständlich, dass die Tür aufgeht, nur weil dann da FAZ, Frankfurter Rundschau oder ZDF draufsteht. So, also, was konnten wir schon als evangelische Publizistik? Lebensverändernd sein, Bildung, entertainen. Das erwartet man jetzt nicht als erstes von der protestantischen Kirche. Der sagt man ja auch ein bisschen nach, die ist so spaßbefreit. Stimmt aber gar nicht, ne? Ganz lustig. Das sind die Leute, die wir unterstützen im JIT-Netzwerk. Kann ja mal ein paar herausheben. Sarah Wetscherer, @mojomi, wenn Sie ihr auf Instagram folgen wollen, beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Antirassismus. Grundsätzlich hat ein Buch geschrieben, Wie ist Jesus weiß geworden? Der Spoiler, der war nämlich wahrscheinlich gar nicht weiß. Ne? Da, wo er herkommt, ist Nordafrika, legt nahe, dass er wahrscheinlich nicht weiß war und blond gelockt. So, dann haben wir hier welche, das sind die Netztheologen, die bleiben anonym tatsächlich, sprechen über Theologie und Technik. Dann haben wir hier eine nicht-binäre Person, Veronika Rieger, Theologiestudentin, die querfeministische Themen macht. Wir haben einen Pfarrer, einen Methodisten, der in den USA demnächst ist, der Damien Caruthers, der spricht über Filme und was er darin findet über seinen Glauben. Also sehr unterschiedlich. Zwei Pastoren, die mit Skateboards durch die Kirche fahren, waren sehr viel in den Medien. Also unsere Leute sind sehr interessant und spannend, finde ich, und geben der Kirche ein bisschen neues Bild, was auch sehr gerne in der Corona-Zeit vor allem in den Medien aufgegriffen worden ist. Also wir haben ein wahnsinniges, großes mediales Echo. Das ist für uns als kleines Medienhaus und für die Leute und für die Kirche, wo wir nicht, würde ich sagen, reinen Journalismus, das gehört jetzt zu meinem Schicksal auch gerade dazu, ich bin nicht mehr reine Journalistin, sondern ich schwanke so ein bisschen zwischen öffentlichem Bekenntnis, also ich würde sagen, es ist öffentliches Bekenntnis, was wir da unterstützen teilweise, obwohl die Leute natürlich auch mit echten, harten Themen arbeiten. So. Wir unterstützen Menschen, die von ihrem Glauben und ihrem Leben in den sozialen Medien erzählen. Das sind im Moment 28 Creatorinnen bzw. Sinfluencerinnen. Dieser Begriff wird auch benutzt für Menschen, die über Nachhaltigkeit erzählen in den sozialen Medien. Das haben wir uns nicht ausgedacht, aber wir fanden, das passt ganz gut, weil Instagram und auch TikTok, da wird ja auch nachgesagt, dass das irgendwie auch jugendgefährdend sei und da Körperbilder vermittelt werden, die nicht besonders gut sind. Und da möchten wir natürlich auch, dass unsere Leute ein Gegengewicht haben. Also wir, ne, sind die Body-Positivity-Bewegung eher zugeneigt als
dem schönen Schein und Sein des Reisenden, der sich alles Mögliche, den Infinity Pool leisten kann. Wir haben 24 Accounts auf Instagram, 4 Accounts auf TikTok, 8 YouTube-Kanäle, 6 Podcasts. Wer das sich genauer anschauen möchte, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf yeet.de besucht. Da könnt ihr alle unsere InfluencerInnen anschauen und die Kanäle ein bisschen angucken. Wir haben auch noch verschiedene Partnernetzwerke, zum Beispiel ein Poetry Slam und Musiknetzwerk, mit denen wir Aktionen gemeinsam machen, und ein ökumenisches Netzwerk. Die arbeiten zum Beispiel auch, die verkaufen Sachen, die haben einen Verlag, also die müssen sich auch selbst tragen. Warum machen wir das? Die Kirche hat den Auftrag, für eine gute Gesellschaft zu sorgen. Jesus wäre Glaube, Liebe, Hoffnung, Liebe das allerhöchste Ziel, Frieden auf Erden, das Himmelreich schon hier auf der Erde erschaffen, ne? Das ist so grundsätzlich, und das funktioniert nur über eine gelingende Gesellschaft. Ich fange jetzt hier eine Predigt an, meine Kollegen lächeln schon. Also, soziale Medien sind für uns dafür da, nicht einfach Menschen einzusammeln, sondern mit Menschen uns zu verbinden und in Kontakt zu treten. Und deswegen ist es jetzt auch, wenn wir gefragt werden, oder was ist eigentlich ein Erfolgsfaktor? Das ist manchmal, neulich kam Heinrich Bedford Strohmeier gesagt, sagen Sie doch mal, ist es denn jetzt viel, dass ich 150.000 Follower auf Facebook habe? Ja, es kommt ja darauf an, wie man die Menschen, was das Ziel ist. Also möchte man viel mit den Leuten teilen, dass sie einfach die Sachen konsumieren, oder möchte man mit denen richtig in Kontakt treten, möchte man denen antworten. Also einige unserer Influencer, der größte hat 155.000 auf YouTube Abonnenten, der macht Bildungsprogramme da, der fasst Bücher, die Bibel to go zum Beispiel, Bücher zusammen, aber die kleineren Accounts leisten auch eine Arbeit, nämlich dass sie zum Beispiel, was von Menschen aus der Kirche auch erwartet wird, Seelsorgegespräche da führen, und gar nicht zu knapp. Die sind also 24 Stunden im Prinzip ansprechbar, also auf Instagram oder auf TikTok kann man immer jemanden schreiben, auf TikTok nur, wenn man gegenseitig verbunden ist, und da finden dann eben auch andere statt, also das andere Sachen statt. Also kleine Accounts, würden wir sagen, Mikroinfluencer, die auch im Marketing gerne benutzt werden für die Nischen, haben auch einen Einfluss. Marketing, ne? Das ist auch sowas, was man, wenn man JournalistIn wird, nicht so richtig gleich mitbekommt, weil das funktionierte ja immer schon, das haben andere gemacht. Was wir aber jetzt mitdenken müssen, also was wir auch in der Formatberatung, die wir nämlich machen mit unseren Leuten, mitdenken. Das ist das Team, meine KollegInnen aus Frankfurt am Main. Wir sitzen nämlich im Märtonviertel. Wir haben eine Theologin im Team, die ist freie, die ist jetzt hier nicht zu sehen, und das ist eigentlich doppelt, also sie ist die Schwangerschaftsvertretung von ihr, aber ich habe sie mal alle mit draufgepackt, damit es ein bisschen mehr aussieht, ne? Ich kann nicht mit den Zahlen, hatte ich schon angekündigt, von Kai Tore Philipsen aufwarten. Also wir haben aber ein multiprofessionelles Team, was sehr schön ist. Wir haben eine Theologin, Social Media Managerin, eine Grafikerin, wir haben den Pressesprecher, Fotografin und Journalisten, und es ist auch sehr schön, dass wir genauso zusammenarbeiten, weil wir tatsächlich alle diese Dinge sehr dringend brauchen bei der Arbeit, die wir tun. So, und das ist unser Account, falls ihr uns folgen möchtet. Wie arbeiten wir? Also bei Social Media unterstützen wir unsere Leute, indem wir, ich hatte es gerade schon gesagt, Formatberatung machen. Das ist auch was, was wir lernen mussten und was wir auch von Funk tatsächlich gelernt haben. Haben wir als Team auch mehrere Workshops bekommen, haben gezeigt bekommen, wie macht man denn, wie baut man einen Instagram-Kanal auf, wie sucht man sich denn so eine Zielgruppe aus, so. Genau, das machen wir auch mit unseren Mitgliedern, da beraten wir sie inhaltlich, strategisch, technisch. Dann, was wir auf unserem Instagram-Kanal machen, ist deren Inhalte kuratieren und sie nochmal verbreiten und die Mitglieder auch Co-Autoren-Posts teilen oder versuchen gemeinsame Aktionen, dass sie gemeinsam Cross-Promotion machen, Marketing, diese Wörter, ne, habe ich auch in den letzten 3 Jahren gelernt, auf jeden Fall. Und wir analysieren immer, was funktioniert für wen und wer braucht was. Wir, das hatte ich gerade schon gesagt, bezahlen den Leuten Sachen. Also zum Beispiel Dämmplatten, wenn sie einen Podcast aufnehmen wollen, dann sagen die, ah, wir bräuchten das, dann sagen wir, bestellt euch das und dann rechnen wir das ab. Solche Sachen, weil die ja eben sonst auch kein Geld dafür kriegen. Das sind einfach Pfarrer, die arbeiten zusammen in Bremerhaven, das sind die 2 Skateboardfahrer und die machen einen Podcast, der heißt Liebe Altar. Alter, ne? Also Altar, Wortwitz. Dann die Netztheologen, wir machen Grafik oder bei den Flüsterfragen, wir haben eine Grafik im Haus, mittlerweile ja auch eine Grafikerin im Team, sodass wir sowas dann auch leisten können. So. Dann ist es auch so, dass wir sind das evangelische Content-Netzwerk, das heißt, wir versuchen die Leute zu vernetzen, das war auch der ureigentliche Auftrag, die Leute zusammenzubringen, dass sie sich gegenseitig unterstützen, denn Fusion, Kooperation sind das Gebot der Stunde, dass wir gemeinsam auch besser arbeiten können. Wir haben sehr wenig Ressourcen finanziell und auch personell und dann ist es wichtig, zusammenzuarbeiten. Synergien, nicht wahr?
Und wir vernetzen unsere Mitglieder mit kirchlichen Institutionen, versuchen sie mit der Zielgruppe zu vernetzen, wie hier, das ist der Jugendkirchentag in Gernsheim, der gerade war, wo wir drei Influencer einen Workshop haben machen lassen zu Reels. Also wie macht man Reels? So, pädagogisch, medienpädagogisch, jugendpädagogisch wertvoll zum Beispiel. Dann mit der Presse, das funktionierte auch sehr gut, hatte ich gerade schon gesagt. Unsere Leute waren sehr gefragt, auch in vielen Talkshows. Zum Beispiel auch, weil manche von ihnen Bücher veröffentlicht haben. Hier Sarah Wetscherer, hatte ich ja schon erzählt. Oder da unten die Skateboardfahrer, das Kirchenrebellenbuch, wo sie erzählen, wie sie die Kirche verändern möchten. Dann haben wir eine Spendenmarke, Kirche, Spende, ne? Das leuchtet jedem gleich ein. Haben wir auch angefangen, mit einem Partnernetzwerk zu gründen. Das ist die Füreinander-Marke, da haben wir auch eine eigene Website und wir haben einen 24-Stunden-Livestream gemacht. Wir haben ja auch Creator, die Poetry Slammer sind, und Sänger und so Musiker und dann eben auch Leute, die sich, und das ist hier ein Ausschnitt davon, das ist eine Gesprächsrunde zur Frauenordination, die wir da hatten, also wir haben auch eine lustige Abendshow gehabt, aber es gab so alles Mögliche, bei 24 Stunden muss man sich ja ein bisschen was einfallen lassen, hatten wir 50 Creator, die wir dann gestreamt haben über YouTube. Und die Spenden, die wir dann gesammelt haben, haben wir für United for Rescue eingesammelt. Genau, und das machen wir dieses Jahr ein bisschen anders. Da haben wir den Evangelischen Mediendienst Bramschel, der ist bei uns, der arbeitet mit Jugendlichen zusammen und bringt denen bei, wie man eine Kamera bedient und wie man Schnittprogramme bedient. Und die fahren durch Deutschland mit einem Nightliner, zumindest hier oben lang, und machen jeden Abend eine Abendsendung vom 15. bis 21. August, die Füreinander-Tour. Genau, solche Dinge tun wir auch. Also wir zeigen Präsenz für unsere Leute. Wie arbeiten wir noch? Wir halten Vorträge, so wie diesen hier zum Beispiel. Ich finde es sehr schön. Ich war sehr, sehr aufgeregt, das erste Mal vor Kollegen zu sprechen, weil in der Kirche kann ich ja viel über Social Media erzählen, die wissen das ja noch gar nicht so sehr, aber ihr kennt euch schon aus, deswegen endlich also mal vor Kollegen. Und ich war mir auch gar nicht mehr so klar, ob ich überhaupt noch Journalistin bin. Mein Mann fragt manchmal, wenn ich solche Reels mache, ist das noch Journalismus, was du da machst eigentlich? Also ich kriege da schon auch solche Sprüche, ich frage mich das auch manchmal. Genau, was machen wir noch? Wir machen auch Beratung für Nichtmitglieder. Also wir haben, das ist zum Beispiel was, wo wir ein bisschen Geld verdienen. Wir werden angefragt für Instagram-Strategieberatungen. Da haben wir jetzt eine entwickelt und helfen dann auch Leuten außerhalb unseres Netzwerks dabei, zum Beispiel Dekanaten und Kirchenkreisen, so das zu machen. Und wir arbeiten, wir sind interessant genug für die Forschung, weil sowas gibt es halt noch nicht. So ein Netzwerk und die Uni Zürich hat da ein großes Projekt, wo sie sich fragt, ob religiöse Netzwerke die Kathedralen der Gegenwart sind, und da erforschen sie uns. Und wir haben einen Podcast, den wir auch, weil wir gesagt haben, wir können mit 3,2 Stellen ja nicht so wahnsinnig viele Leute unterstützen. Es gibt aber viel mehr Bedarf auch, und deswegen haben wir einen Podcast, wo wir über Glaube und Kirche für Social Media, also einen Podcast machen, ein Nischenzielpublikum, aber so funktioniert das ja mit den Zielgruppen, ne? Wir machen ja viel Nische, so funktionieren soziale Medien oft. So, und da stellen wir uns so Fragen wie, jemand, der viel Reichweite hat, sagt er immer die Wahrheit, weil er so einen großen Einfluss hat? Oder ist das dann die Wahrheit möglicherweise? Oder wie stellen wir uns unser Wunschinternet vor? Solche Fragen philosophieren wir ein bisschen. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe mich überzogen. Vielen Dank, Lilith Becker, für den Einblick. Wir haben jetzt erfahren, Funk geht auch mit ganz wenig Geld und viel Ehrenamtlichen und ganz viel Engagement. Und das auf evangelisch. Und natürlich kommen jetzt auch die drei Fragen, auch wenn Sie sie fast schon beantwortet haben. Ist denn Instagram inzwischen Ihr liebstes Netzwerk, wenn Sie sich da präsentieren müssen? Ja, doch. Also eigentlich mag ich YouTube am liebsten, aber das ist ja eigentlich eher eine Suchmaschine, ne? Wenn ich mich für ein soziales Netzwerk entscheiden müsste, dann eher YouTube tatsächlich. Aber doch Instagram ist auch schön. Und die meistgenutzte App? Mein E-Mail-Postfach, tatsächlich. Sehr Outlook. Sehr und dann noch das liebste Produkt bei Yeet. Die haben jetzt, also es ist ja kein Influencer jetzt hier. Sie dürfen ja völlig frei sagen, vielleicht auch in der Momentaufnahme, was ist gerade Ihre liebste Message, Ihr liebster Sinnfluencer, haben wir die ja mal genannt, zumindest im Haus. Ich weiß gar nicht, ob das noch up-to-date ist gerade in Ihrer Redaktion. Ja, ist eine gute Frage. Also sehr spannend. Ich höre sehr gerne Podcasts, deswegen würde ich empfehlen, sowohl den Stachel und Herz Podcast mit Sarah Wetscherer und ihrer Kollegin Thea Hummel, als auch die Liebesäpfel. Da geht es um Theologie und Sexualität. Das ist ganz interessant, aber wirklich alles von Bonding bis, ihr wisst schon, so. Dankeschön.
Spontane Fragen zu Yiğit. Nee, noch warten wir mal einen Moment, ob noch Fragen unmittelbar aus dem Publikum sind, aber sie sind auch im Anschluss. Nikolaus, direkt hinter dir, das siehst du jetzt wahrscheinlich nicht, die Dame. Ja, mich würde mal interessieren, wie finanzieren sich denn Ihre Influencer? Wird es dann über Werbung finanziert? Also die müssen ja auch von irgendwas leben. Ja, die meisten haben einen Hauptberuf. Also wir haben viele Pfarrerinnen und Pfarrer, wir haben Lehrer dabei, wir haben jemand dabei, die bei der Vereinten Evangelischen Mission arbeitet, wir haben Theologiestudierende. Also die müssen alle einen anderen Hauptberuf haben und dann erzählen die noch über ihren Glauben in den sozialen Medien. Und manche haben tatsächlich jetzt, weil das in Corona auch die Kirche dann doch erkannt hat, dass es irgendwie wichtig ist, eine Kirchtour war zu und irgendwie Kirche war auf einmal nicht mehr systemrelevant und dann haben sie es doch ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen und gedacht, wow, wir müssen irgendwie was machen, dass die Leute wieder wissen, dass Kirche irgendwie und Glaube eine Ressource sein kann, die auch weiterhelfen kann. Und dann haben ein paar Leute Stellenanteile bekommen für die digitale Arbeit. Ist aber noch sehr unterbelichtet momentan, würde ich sagen, und ist das Erste, was auch geopfert wird. Das ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob das auch in den Medienhäusern ist, da kommt jemand Junges, diese Person könnte ja Social Media machen. So der Reflex auch in der Kirche. Das ist so das Letzte, ne? Das, die Jungen können das machen und das, ja, genau. Ich habe mal eine Frage zu Ihrem alten Community-Management-Auftrag mit evangelisch.de. Zufälligerweise hatte ich vor 10 Jahren ein Interview geführt mit Tom, ich weiß nicht mehr, wie er mit Nachnamen hieß, genau. Er war ja einer der ersten wirklichen ausgebildeten Community-Manager in Deutschland generell und hat das Thema auch vorangetrieben über den Verband. Wie viel ist denn davon noch übrig geblieben? Also ich habe so jetzt das Gefühl, wenn ich das so ein bisschen sacken lasse, dass sich das Netzwerk evangelisch.de hin zu Yiğit, von dem ich übrigens nicht weiß, was das eigentlich bedeutet. Habe ich da irgendwas verpasst? Wurde das am Anfang gesagt? Können Sie vielleicht noch nachreichen. Ich habe so das Gefühl, dass es von diesem Community Management weggegangen ist hin zu einem, ja eher einem Akquise-Instrumentarium, ja, für christlich Orientierte. Was bedeutet Akquise? Ja, also dass man, oder nennen wir es Recruiting-Werkzeug. Ja, vielleicht ein bisschen. Missionswerkzeug, oder wie? Ja, also das ist tatsächlich eher ein bisschen Schäfchen einfangen. Ja, so den Charakter hat es ja vielleicht auch. Evangelisch.de? Das kann man ja auch anders sehen, aber was ist also von diesem eigentlich die eigene Community verwalten, managen oder sonst irgendwie, ne, was ist davon noch übrig geblieben? Also als der Tom Nöding das gemacht hat, da war ich einfach als Journalistin tatsächlich im Haus, also vor 10 Jahren. Ne? Da war die Plattform aber schon geschlossen, dieses Community Management. Ich weiß auch nicht, ob es das Richtige ist. Ich habe aber ein Zitat ja rausgesucht, worauf es uns eigentlich ankommt und das ist in Kontakt gehen. Also die Kirche als einen Ort auch wieder darstellen, wo man sich frei entfalten kann und wo man Gemeinschaft leben kann. Das ist das Ziel und das ist deswegen eine große Plattform für alle ist schwierig. Das haben wir jetzt ja auch gelernt. In Social Media funktioniert das eben nicht, sondern wir müssen sehr genau wissen, welche Zielgruppe wir haben, welche Menschen dort sind und auch mit denen ehrlich ins Gespräch gehen. So, und das ist deswegen haben wir ja auch so viele Accounts, die wir unterstützen, weil die auch sehr unterschiedliche Zielgruppen abdecken. Yiğit erkläre ich dann noch ganz kurz. Und dann wäre Claude, glaube ich, die nächste. Ne? Yiğit ist ein Laut, also ist eigentlich ein Geräusch, ist eine Mischung aus Yes und Yeah. Also das Urban Dictionary hat jemand einen Dunking geworfen und hat sich so gefreut, dass er getroffen hat, dass er Yeah und Yes schreien wollte und hat Yiğit gerufen. Also es ist ein Geräusch. Und wir fanden das so schön, weil das ja so ein glückliches Geräusch ist, etwas Freudiges, etwas mit Nachdruck, dass wir gesagt haben, das ist unser modernes Arm. Nein, wir hatten auch wahnsinnig viel Spaß. Wir wollten auch 4 Buchstaben, muss ich jetzt hier mal gestehen. Wir fanden das irgendwie gut. Und vor den älteren Herrschaften, die dann bei uns im Aufsichtsrat sind, war das dann wichtig, dass da 2 Es drin sind. Dann konnten wir nämlich sagen, das ist ein YT, könnte YouTube heißen, in der Mitte echt evangelisch, aber es hieß es nie. Also für uns war es immer das Yes und Yeah. Aber das wurde dann, unserem Geschäftsführer war das auch wichtig, dass er das so verkaufen kann, dass das was bedeutet. Aber für uns war das der Spaß und wir haben mittlerweile auch ganz gute, also das Wort ist recht einprägsam, wir hatten jetzt auf dem Jugendkirchentag, rannten dann welche, guck mal, da hinten ist Yiğit. Und wir haben so gedacht, oh wow, die kennen uns. Und ihr kennt uns? Nee, aber das Wort. Okay, weil das auch viel in Games benutzt wird, wenn man was, beim Schießen auch, aber auch beim Werfen.
Ja, ich habe eine Frage bezüglich der Social Media und der Auftrag der Kirche so insgesamt. Mir kommt es vor, dass es eine zwei Gruppen gibt, also die Jungen und die Alten. Und ist es möglich, vielleicht eine Verbindung zu stellen, oder ist es so gewollt, oder habe ich das falsch verstanden? Also ich glaube, dass wir uns eher nach Interessen aufteilen, was unsere Leute angeht. Also ich habe da nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl eher, dass es sehr durchmischt ist und dass es sich nicht nach jung und alt aufteilt. Das ist das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben mit Social Media, das ist für die Jungen, da müssen wir hin, weil da die Jungen sind. Das stimmt ja so auch gar nicht mehr ganz. Also deswegen mischt es sich auch. Also wir haben Leute, die mit 18-Jährigen schreiben und aber auch mit 64-Jährigen. Tatsächlich, also kriegen wir die Rückmeldung. Er teilt sich eher nach Interessensgebieten auf. Ja. So, nächste. Ganz vielen Dank bis dahin. Danke, Lilith Becker. Wir kommen zu unserem dritten Gast, Eva-Maria Schmidt von den Horizont-Medien, Fachmedium. Eva-Maria Schmidt seit auch über 20 Jahren bei Horizont, inzwischen Chefredakteurin, bekannte Marke auch am Standort Frankfurt. Wir sind gespannt, was Sie uns zu den Berufsbildern erzählen mögen. Bitte schön. Ja, ich habe keine Präsentation mitgebracht. Ich mache das jetzt mal alles auf der Tonspur. Also Horizont ist ein Fachmedium, Fachzeitung für Marketing, Werbung und Medien heißt das. Es gehört zum DFV. Der DFV ist ein Verlag hier in Frankfurt, deutscher Fachverlag. Heute heißt es DFV Mediengruppe. Wahrscheinlich auch, weil man irgendwann festgestellt hat, dass deutscher Fachverlag sich auch nicht so sexy anhört. Und dann sind wir jetzt halt die DFV Mediengruppe. Ein sehr altes Haus, 1946 gegründet. Und wir begleiten 12 Branchen. Das geht von also Horizont Marketing, Werbung und Medien über die Lebensmittelzeitung. Das ist somit die wichtigste Wirtschaftszeitung für alles, was im Handel passiert. Die Immobilienzeitung und so weiter. Also wir haben irgendwie an die 100 Titel, entsprechend viele Websites und Auftritte in Social Media. Und Horizont selber ist eine rund 20-köpfige Redaktion. Mit hauptsächlich Festangestellten, aber wir haben auch Pauschalisten, die halt hauptsächlich für uns arbeiten. Und ich hatte so für das, was ich heute erzählen will, die Überschrift gefunden, jeder macht bei uns vieles, aber nicht alle machen alles. Also das heißt, wir sind alle ganz klassisch ausgebildete Journalisten, alle Studium, Volontariat, unterschiedliche Volontariate bei Tageszeitungen, teilweise bei uns, teilweise auch aus dem Fernsehen. Die letzte Redakteurin, die ich rekrutiert habe, ist vom Handelsblatt zu uns gewechselt. Eine junge Redakteurin haben wir jetzt beim Frankfurt Journal geholt. Und wir schreiben, moderieren, konzipieren, nehmen selber auf, also macht im Grunde die Redaktion alles selbst. Viele von uns sind lange dabei, ganz klassische Printredakteure, dann irgendwann online gemacht. Und ich musste grinsen, als FAZ, als ich gehört habe, 1995, weil wir sind auch um den Dreh gestartet und ich habe 1999 angefangen bei Horizont. Da gab es am Tag 3 Meldungen, es hat immer eine Minute gedauert, bis es gespeichert war. Und dieses kleine Team, also als ich der FAZ, also dem Vertreter der FAZ gelauscht habe, war ich auch echt stolz auf das Team, weil wir machen mit dem kleinen Team eine 14-tägige Zeitung, 6 Magazine im Jahr, 5 bis 6 Newsletter pro Tag. Wir bedienen 4 Social Media Plattformen. Wir machen 2 Podcasts. Wir machen digitale Talkformate, weiß nicht, 15 im Jahr. Wir machen 3 Kongresse, der größte hat nach Corona 500 Teilnehmer, vor Corona 750. Wir machen Dinner-Events, wo wir eine Community im Grunde zusammenbringen und da 2 Vorträge jeweils haben. Davon machen wir 10 bis 12 im Jahr. Wir haben 2 Preisverleihungen, den Horizont Award, der geht an die wichtigsten Player in eben den 3 Bereichen, die wir covern, und den Sport Business Award. Und wir sind auch noch mit dieser Redaktion in der Schweiz präsent, machen da jeden Tag 2 Newsletter und erscheinen 4-mal im Print. Also ein Riesenprogramm
Und das machen wir auch gar nicht so unerfolgreich. Da habe ich mich dann auch gefreut, als ich eben gelauscht habe. Also wir haben Online- und Mobile-Abonnenten, also erreichen wir, weil auch wir ein Plusmodell haben. Seit 2019 haben wir die Strategie, erstens Digital First und zweitens, dass wir das sukzessive geschlossen haben. Erst über eine Paywall, an der man mit den Daten bezahlen musste, und mittlerweile mit Abos. Und also unsere Newsletter haben bis zu 60.000 Bezieher pro Newsletter, haben auch eine sehr, sehr gute Öffnungsrate von über 50%. Wir haben 110.000 registrierte Nutzer bei uns. Und unsere Podcasts sind für B2B-Podcasts, haben sie auch eine sehr gute Hörerschaft. Also der Richtwert ist so bei B2B-Podcasts, so 1.000 Hörer ist gut. Bei uns haben die in der Spitze 5.000, 6.000 Hörer. Also da schlagen wir uns wirklich ganz tapfer, glaube ich, mit dem Team, was wir haben. Und also dieses viele machen vieles, der Kern ist immer noch, dass unsere Redakteure schreiben. Also die arbeiten alle für Print, die arbeiten alle für Online. Wir ziehen auch sehr viel jeweils von Print. Unsere Texte wandern auch zum Großteil in Horizont Plus, also in das, was hinter der Paywall ist. Wir müssen auch immer, das ist auch ein Skill, was man heute irgendwie können muss, wir haben immer im Auge, wie performen unsere Artikel. Da haben wir verschiedene Tools, wo wir sehen, was wird wie gelesen, was wird frei gelesen, was wird geschlossen gelesen, was konvertiert die Abos etc. pp. Das hat unsere Online-Redaktion die ganze Zeit im Auge. Und Online-Redaktion bedeutet einfach, dass es auch Redakteurinnen sind, die ganz klassisch ausgebildet sind, die aber einen Fokus auf Online haben. Das heißt, die agieren als CVDs, stellen eben die Newsletter zusammen, passen die Headlines für SEO an. Da haben ja Print-Redakteurinnen nicht unbedingt einen Blick drauf, dass die Headline gut funktionieren muss, sondern die muss halt einfach gut sein. Im Zweifel ist sie, wenn sie gut in SEO funktioniert, beides. Also bei der Suchmaschine gut funktioniert. Das macht unser Online-Team als Teil der crossmedialen Redaktion. Wir haben ja unsere eigenen Veranstaltungen. Auch da sind wir als Moderatorinnen unterwegs. Das Konzept und die inhaltliche Konzeption machen wir auch selbst. Und auch Podcast machen wir selbst, zum Teil selbst die Produktion. Aber unser Verlag hat die Zeit während Corona genutzt und hat tatsächlich viele neue Berufsbilder ins Haus geholt. Also früher war das ein ganz klassisches Haus, das Printtitel hatte, die sukzessive in Online gegangen sind, die sukzessive Bezahlschranken auch aufgebaut haben. Das Modell rollen wir jetzt bei immer mehr Titeln aus. Wir haben ein gemeinsames Baukastensystem für die ganzen, fürs CMS, was alle Lines nutzen können. Und in der Zeit während Corona haben wir uns halt sehr viel mit digitalem Journalismus beschäftigt. Wir haben ein Podcast-Studio eingerichtet. Wir haben quasi ein eigenes, also ich würde nicht sagen TV-Studio, aber ein Studio, aus dem wir digitale Veranstaltungen hier bei uns im Haus senden können. Also das geht, wir machen ganztägige Kongresse aus dem Studio, wir machen kürzere Formate. Da haben wir natürlich dann auch das entsprechende Team, was die Technik macht. Wir haben das professionell einrichten lassen von einem Spezialisten, der Studios baut. Also insofern gibt es halt bei uns zentrale Einheiten im Haus, die für alle 100 Titel arbeiten. Wir buchen jeweils die Studios, die wir haben. Aber wir haben auch Redakteurinnen, die selber Podcast produzieren. Also da fahren wir beide Modelle. Das ist aber echt eine Herausforderung, weil es halt wahnsinnig aufwendig von der Zeit her ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Podcast produziert hat. Das ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit und man kann es einfach wesentlich besser machen. Ich mache auch einen Podcast zum Thema Qualitätsjournalismus in Social Media übrigens. Kann ich nur empfehlen, Newsfluence. Wir haben mit ganz vielen Journalistinnen gesprochen, die in Social Media guten Journalismus und erfolgreichen Journalismus machen, die ihre Newsletter über Social Media verkaufen, also ihre Abos generieren über Social Media, die über alle möglichen Themen berichten.
aus den USA, aus Deutschland, das Daddy-Magazin in Berlin, die für die Communities der POCs Inhalte machen. Und aber was uns halt eben wahnsinnig hilft, ist, dass unser Verlag diese übergreifenden Teams für Social Media, für Podcast, für Projektmanagement, für digitale Medienentwicklung und so weiter und so fort aufgebaut hat. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn ich halt diese 20 Jahre zurückdenke, als ich bei Horizont angefangen habe und einfach meine Printtexte in ein System geschrieben habe und der Rest wurde dann von Grafik und Druckerei übernommen. Wobei, wenn man noch ein bisschen weiter zurückdenkt, haben ja die Tageszeitungsredakteure, also so habe ich angefangen, ich habe meine Seiten auch selber gebaut. Das war dann erst hinterher ein bisschen komfortabler, dass das eben von der Grafik komplett gemacht wurde. Und heutzutage haben wir halt eben mit diversen Tools, ob das Tableau ist oder Google Analytics, Pivik, um eben zu schauen, wie die Sachen performen online, ob das Podigy ist, auf das wir unsere Podcasts hochladen und die dann in unser Content-Management-System einbinden. Wir haben ein eigenes CMS online, dieses Baukastensystem, was ich schon angesprochen hatte. Wir haben Qprint, wir haben Zencaster-Programme, um eben Podcast-Aufnahmen selber zu machen. Also das ist was wirklich dazugekommen ist, dass man diese Vielzahl von Tools nutzt und benutzt. Da gehört auch Social Media dazu. Also ich bin ja auch nicht gerade Digital Native, aber wenn wir unterwegs sind auf bestimmten Terminen, machen wir auch einfach eine Story und also Instagram ist zum Beispiel für uns ein Kanal, wo wir einfach zeigen, wo wir überall unterwegs sind, bei Branchenveranstaltungen. Und dann haben wir auch, das haben wahrscheinlich die anderen Redaktionen auch, also wir haben auch ein Tool, um die Redaktion zu organisieren. Auch das haben wir Gott sei Dank kurz vor Corona angeschafft, weil wir über Desnet alles, was wir machen, planen. Und alle Redakteurinnen, egal wo sie sitzen, können darauf zugreifen. Darüber steuern wir komplett, wie wir unseren Content verteilen über den Tag. Und das ist also bei der Vielzahl von Newslettern, von Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, von Printproduktionen, die wir irgendwie parallel fahren, ist es extrem hilfreich. Und also insofern würde ich sagen, die Berufsbilder bei uns in der Redaktion selbst sind klassische Redakteure mit Zusatzqualifikationen und dann ein ganzes Universum von Berufen, die heute schon angesprochen worden sind, die uns halt der Verlag zur Verfügung stellt. Ich finde aber auch, dass das eigentlich, es ist alles schneller geworden, man muss sich mit mehr Sachen beschäftigen, aber letzten Endes gab es ja schon immer für Redakteure, sie haben ihre Texte abgegeben und jemand anders hat es dann weiterverarbeitet. Also ich persönlich finde, dass das jetzt gar kein so großer Unterschied ist für das Berufsbild des Redakteurs. Wenn man natürlich so Spezialisten sich leisten kann, dass man wirklich Redakteure hat, die nur Social Media machen oder die nur Datenjournalismus machen, dann sind es halt einfach ganz andere Berufsbilder als das, was ein klassischer Redakteur macht. Für uns ist immer die entscheidende Frage, was können wir eigentlich mit dem Team stemmen? Also können wir wirklich irgendwie hingehen und können jemand abstellen, der sich mit Datenjournalismus beschäftigt? Kann ich sagen, können wir nicht. können wir jemanden abstellen, der nur Social Media macht? Können wir auch nicht. Also wir haben eine Redakteurin, die befasst sich, ich würde sagen, die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Social Media. Und da haben wir halt auch, also wir benutzen 4 Plattformen. Wir haben auf Instagram nicht viele, mal bei 20.000, da machen wir ganz wenig. Wir haben auf Facebook und auf LinkedIn 110.000, 120.000 Abonnenten. Und Twitter ist für uns eher ein Recherchetool, da schieben wir die Sachen mit einer KI rein. Und ja, das ist so der Alltag, den wir bei Horizont haben. Also wahnsinnig viel verschiedene Geschichten, die wir irgendwie mit beherrschen müssen. Die sind immer bei einzelnen Leuten im Grunde festgemacht. Aber im Grunde erstellen wir alle ganz klassisch Inhalte, die dann auf die verschiedenen Kanäle verteilt werden. Das war es in aller Kürze. Vielen Dank. In den Einblick einer kleinen Redaktion, wo jeder alles macht, aber dann doch wieder nicht und trotzdem ganz viele Kanäle bespielt. Sie konnten sich auf die Fragen jetzt vorbereiten. Ihr liebstes soziales Netzwerk.
Also wir schreiben ja, also dieses Marketing, Werbung, Medien heißt ja, dass wir extrem viel über Plattformen schreiben und zwar auch wirklich sehr, sehr kritisch. Deswegen mag ich so richtig eigentlich gar kein Netzwerk. Und wir entscheiden uns auch ganz bewusst, wo wir zum Beispiel Kommentare zulassen und wo nicht. Wir haben sie auch ganz bewusst auf der Website abgeschaltet, weil selbst Horizont gerät irgendwie in diesen Zeiten zum Beispiel ins Visier der Impfgegner und die können sehr hartnäckig und sehr böse sein. Insofern, also ich persönlich nutze LinkedIn für mich. Ihre meistgenutzte App auf dem Smartphone? Wie beim Kollegen von der FAZ, WhatsApp. Und dann noch das liebste Produkt auf den vielen Kanälen bei Horizont. Also ich muss natürlich alle unsere Produkte lieben, aber ganz besonders Spaß macht mir im Moment tatsächlich der Podcast Newsfluence, weil ich da selber unglaublich viel jetzt wieder gelernt habe. Das ist dann auch gleichzeitig nochmal der Hörtipp hier heute Abend für das Publikum bei Horizont. Das machen wir sicherlich ganz gerne heute Abend oder morgen früh. Fragen an Eva-Maria Schmidt noch unmittelbar zu ihrem Einblick. Nur so eine Standardfrage eigentlich. Wie viele Freie arbeiten der Redaktion zu? Also wir haben drei Pauschalisten, die zum Großteil, einen Großteil ihrer Arbeitszeit bei uns verbringen. Man darf ja heute nicht mehr als Freier Vollzeit für jemanden arbeiten, wissen wir ja alle. Und dann haben wir noch ein Netz aus, also ich würde sagen, 15 regelmäßigen Autoren, die immer wieder für uns, also sehr regelmäßig schreiben. Weitere Fragen spontan, aber ansonsten haben wir die auch mit Sicherheit gleich noch in der Schlussrunde auf Bezug und ganz herzlichen Dank, Eva-Maria Schmidt. Ich darf Sie mitnehmen in den Dornbusch. Keine Veranstaltung des Frankfurter Presseclubs ohne Hessischen Rundfunk. Allerdings begrüßen wir das erste Mal Fabian Kühne hier, der noch ganz frisch dabei ist. Übrigens, die Mitgliedschaftsanträge geben wir Ihnen dann gleich. Alle leitenden Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks ohne Rabatt sind auch gleichzeitig dann relativ schnell Mitglieder des Frankfurter Presseclubs. Sie haben auch ein bisschen was vorbereitet, uns Einblicke zu geben, vor allen Dingen für die Nachrichteninhalte zuständig, hatte ich zu Anfangs schon gesagt, hessenschau.de, so das zentrale Produkt, was Sie verantworten, wenn ich das sagen darf, aber alles Weitere können Sie viel besser erklären. Bitte schön. Ja, danke schön. Bei hessenschau.de kommt natürlich immer zu kurz, dass die Social-Media-Kanäle nicht hessenschau.de heißen, sondern hessenschau, aber hessenschau.de ist natürlich das größte Produkt, weil es die Website und damit die umfassendste Plattform ist. Ich bin noch neu beim HR, das ist tatsächlich richtig, ich bin noch neu in Frankfurt, deswegen freue ich mich hier zu sein. Direkt mal, ich bin seit März jetzt beim HR und auch seit März neu in Frankfurt, war vorher in Berlin, aber beim ZDF, das ist immer verwirrend, also nicht in Mainz, sondern in Berlin und genauer genommen bei ZDF Digital. Vielleicht sagt das einigen was, eine Tochterfirma vom ZDF, da war ich 5 Jahre und davor beim MoMA. Deswegen, da haben wir vorhin draußen kurz drüber gesprochen, deswegen Lilith, dein Bezug zu mir mit dem MoMA vorhin oder dein Hinweis. Genau, ich will eigentlich gar nicht so viel über den HR reden, was dem ein bisschen widerspricht, wie ihr anderen drei das aufgemacht habt. Deswegen müssen wir die HR-bezogenen Fragen und hessenschau-bezogenen Fragen wahrscheinlich hinten dran hängen, wenn es welche gibt. Und ich wollte eigentlich drei Thesen einfach aufstellen, von denen ich glaube, dass sie relevant sind dafür, wie Berufsbilder sich entwickeln und wie Redaktionen sich gerade entwickeln. Jetzt muss man natürlich immer sagen, ich bin in der privilegierten Position, wahrscheinlich der privilegierteste Medienmachende in Hessen, was das angeht, weil ich weder auf Abo-Verkäufe angewiesen bin, noch auf Werbeeinnahmen, noch, wir können halt durch den Rundfunkbeitrag natürlich relativ frei agieren, deswegen lassen sich die ganzen Dinge, die ich sage, natürlich oder grundsätzlich auch die Thesen, die ich aufstelle, nicht automatisch auf alle Redaktionen und Medienhäuser beziehen. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Grundzüge, die sich ähneln und mit denen wir, über die wir auch gerne diskutieren können. Weil die steilen Thesen, die ich jetzt gleich aufstelle, die drei, sind, glaube ich, schon diskussionswürdig bewusst. Aber ich fange einfach mal an, jetzt die verbleibenden 9 Minuten zu nutzen und hoffentlich gut durchzukommen. Meine erste These ist, dass wir SpezialistInnen brauchen. Und zwar deswegen, weil wir immer mehr Menschen brauchen, davon bin ich ziemlich fest überzeugt, in Zukunft, die nicht 5 Disziplinen so ganz gut beherrschen, ja, und das irgendwie alles ganz ordentlich hinkriegen, sondern ich glaube, wir brauchen Leute, die eine
vielleicht mal zwei Disziplinen richtig herausragen können. Ja, es gibt gerade eine andere Tendenz, aber ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, dass uns das helfen wird. Ganz einfach, um unserem inhaltlichen Anspruch gerecht zu werden, weil Spezialisierung heißt auch immer Professionalisierung. Und ich glaube, unser eigener Anspruch, aber vor allem der Anspruch der UserInnen an uns, ist, dass wir professionell sind. Und zwar mittlerweile, wir eifern ja den klassischen Medien und klassischen Ausspielwegen, sage ich mal, nach. Wir sind aber eigentlich schon lange auf Augenhöhe angekommen. Ja, die Leute nutzen uns ja genauso, wie sie das Fernsehen nutzen und wie sie Radio nutzen und wie sie Print nutzen. Insofern müssen wir ja auch genauso professionell agieren. Und dazu ist wichtig, dass wir Spezialisierung haben. Ich muss hier kurz nebenbei mal so meine Notizen runterscrollen. Nur so, glaube ich, werden wir diesem Bedeutungsgewinn des Digitalen dann gerecht, durch Spezialisierung der einzelnen Leute, und zwar in eigentlich allen Bereichen, ja, also inhaltlich, gestalterisch, aber eben auch strategisch, ja. Also in diesen drei, sage ich mal, Kernbereichen brauchen wir mehr Spezialisierung als bisher. Der nächste Punkt oder die nächste These, die automatisch daraus folgt eigentlich, ist, dass wir interdisziplinäre Teams brauchen, weil in dem Moment, wo ich wieder mehr spezialisiere, als stärker zu, sagen wir mal, AlleskönnerInnen zu tendieren oder GeneralistInnen, brauchen wir natürlich eine Zusammenstellung unterschiedlicher SpezialistInnen in einem Team. Es gibt da verschiedene Beispiele. Eins wäre zum Beispiel das Community Management immer in die Redaktion zu integrieren. Ja, das ist auch nicht überall so. Es gibt eine Tendenz dazu, solche Kernbereiche zu zentralisieren. Komme ich auch gleich nochmal in der Folge drauf, aber ich bin davon überzeugt, dass zum Beispiel Community Management innerhalb einer Redaktion, als Teil einer Redaktion, viel mehr hilft als also viel stärker hilft, weil wir da nur so Diversität erreichen können. Also wir müssen uns einfach klar machen, dass Diversität, egal wie wir sie jetzt definieren, nur in Teams gelingen kann. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass was am Anfang da stand, dass AlleskönnerInnen so ein bisschen unser Fluch sein könnten, weil wenn ein Mensch natürlich besonders viele Bereiche abdeckt, geht auch bis zum gewissen Grad eine Multiperspektivität verloren. Ja, SpezialistInnen in interdisziplinären Teams garantieren uns natürlich eine Multiperspektivität, weil sie aus unterschiedlichen Bereichen kommen, weil sie unterschiedliche Blickwinkel mitbringen. Wenn ich zum Beispiel Teams habe, bei ZDF Digital wird das gemacht, wo ich vorher war, wo immer Motion DesignerInnen mit RedakteurInnen zusammen an Inhalten arbeiten für Social Media, dann habe ich immer zwei Blickwinkel, ja, einen gestalterischen, der aber immer zusammenkommt mit einem inhaltlichen, und da glaube ich, können wir am meisten rausholen. Und das ist auch ein gutes Beispiel, das leitet jetzt auch über zur quasi dritten Steinthese. Diese Formatentwicklung, also um noch ein Beispiel zu nennen für diese Interdisziplinarität, die ich meine, Formatentwicklung ist auch ein wichtiger Bereich, der jetzt immer stärker ausgelagert wird und immer stärker zentralisiert wird und der deswegen immer weniger in Redaktionen stattfindet. Und das ist ein Problem, weil wir da, und damit, wie gesagt, komme ich zum dritten Punkt, zur dezentralen Innovationskraft, klingt ein bisschen hölzern, aber ich glaube, wenn ich es jetzt erkläre, erschließt es sich ein bisschen besser. Wir haben, wie gesagt, Zentralisierungstendenzen. Also viele Medienhäuser, vor allem öffentlich-rechtliche Anstalten, tendieren ja momentan dazu, zentrale Einheiten zu schaffen, beispielsweise für Formatentwicklung, aber auch für Distributionsstrategien oder auch für Community Management. Ich habe es gerade schon erwähnt, ein Bereich, mit dem ich mich auch viel auseinandergesetzt habe in der bisherigen Laufbahn. Ich glaube, dass diese Zentralisierung Innovationskraft raubt. Ich glaube, der stärkste Innovationstreiber sind die Menschen in den Redaktionen, die im Alltag mit den Themen zu tun haben. Wir haben aber, wie gesagt, immer mehr FormatentwicklerInnen, beispielsweise in Medienanstalten, die immer weiter wegrücken, weil sie für sich als FormatentwicklerInnen arbeiten. Das muss nicht so sein. Wir brauchen diese Leute, diese FormatentwicklerInnen und StrategInnen trotzdem. Aber wir müssen sie viel stärker kombinieren, und da sind wir wieder bei der Interdisziplinarität. Und vor allem müssen wir Raum und Zeit dafür schaffen, dass Menschen in den Redaktionen, in ihrem Alltagsgeschäft, Leute, die alltäglich mit den Inhalten arbeiten, dann innovativ sein können, Inhalte, Ideen verfolgen können, Ideen auch mal in die Umsetzung bringen können. Ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt. Ich glaube auch, dass nur so vor allem der Social-Media-Bereich
der sich ja nun stetig weiterentwickelt, nach vorne gedacht, funktionieren kann, indem wir das zusammenbringen. Und jetzt bin ich gerade... Genau, das bezieht sich vor allem halt auf, aus meiner Sicht auf Bereiche wie Formatentwicklung, Distribution, das habe ich gerade schon gesagt, aber auch sowas wie das Kanalversprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass man kein Kanalversprechen, wir haben gerade Marketing gehört, das ist ein wichtiger Aspekt, das ist total wichtig, dass wir das mit einbeziehen. Und natürlich verändert das Berufsbilder und natürlich verändert das Zusammensetzung von Teams, aber wir werden natürlich ein Kanalversprechen oder eine Community-Management-Strategie nicht aufsetzen können, ohne dass wir mit den Menschen, die dann im Alltag daran arbeiten müssen, zusammen diese entwickeln. Das hängt ja auch schon, also ich glaube, wenn wir es so machen, wenn wir diese Zentralisierung durchziehen sozusagen, dann kommen wir an den Punkt, wo uns diese Innovationskraft einfach auch dadurch verloren geht, dass diese alltäglichen Hürden nicht mitgedacht sind. Ja? Also die Leute sozusagen in den Redaktionen, die nicht nur ihre eigene Arbeit und die Inhalte am besten kennen, aber die auch die Zielgruppe, die UserInnen am besten kennen, die aber wie gesagt auch die Hürden des Alltags am besten kennen, die müssen wir halt mitnehmen. Wenn wir sie nicht mitnehmen, verschenken wir Innovationskraft und deswegen die dezentrale Innovationskraft. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen durchgerauscht und habe so den einen oder anderen Satz vergessen, aber ich glaube, die drei Steinthesen haben trotzdem funktioniert. Genau, insofern einfach danke. Vielen Dank, Fabian Künnemt, für Ihren Einblick und für Ihre Thesen, die, glaube ich, wirklich sehr gut am Ende jetzt stehen und dann auch wunderbar nachher in unsere Schlussrunde überleiten. Aber natürlich auch noch an Sie die Frage, Ihr meistgenutztes oder liebstes, vielleicht ist es noch nicht mal identisch, Netzwerk? Instagram. Ja. Okay. Ihr meistgenutztes noch und bald abgelöst durch was? Ja, wenn, dann durch TikTok, ja. Okay. Klassisch, die Antworten hatten wir jetzt fast erwartet. Die meistgenutzte App auf dem Smartphone? Ich glaube auch Instagram. Also WhatsApp ist nah dran, aber ich habe vorhin noch mal kurz, ich hatte ja Zeit ein bisschen drüber nachzudenken, habe ich überlegt, wo klicke ich am häufigsten drauf und ich glaube, es ist schon Instagram. Okay. Und die Frage ist natürlich jetzt sehr gemein für jemanden, der gerade gut drei Monate in der Redaktion ist. In dem Digitalportfolio von HR, was ist da so Ihr Liebstes? Wo haben Sie so ein persönliches Fable für? Also seit ich jetzt da bin, haben wir ein Produkt neu dabei. Vielleicht ist es deswegen, ja, das ist es vielleicht deswegen. Wir haben jetzt seit kurzem das Hessenschau Update, also als Newsletter wir hatten vorher einen Corona-Newsletter, wie ja viele, und haben uns jetzt auch überlegt, der Gedanke ist jetzt nicht ganz neu. Es könnte ja ganz gut sein, einen Newsletter für Hessen zu haben, der immer zum Feierabend kommt, auch analog zu unserem Morgenticker auf hessenschau.de. Deswegen ist es der, aber es wird natürlich allen anderen gar nicht gerecht, aber so ist es halt. Ganz vielen Dank, dass Sie sich auch darauf eingelassen haben, und nochmal die Frage in die Runde, unmittelbar Anschlussfragen an die Thesen von Fabian Kühne. Wenn die jetzt nicht so ganz spontan kommen, dann nutze ich nämlich die Gelegenheit, die anderen drei gleich nochmal mitzunehmen und konfrontiere die vielleicht mit dem einen oder anderen zu einer kleinen Schlussrunde, und vielleicht können wir sie dann als Publikum auch nochmal gewinnen, da kurz ein bisschen mitzudiskutieren, Herr Philipsen, Frau. Und dann würde ich es nämlich mal ganz einfach machen, weil es mir auch am ehesten in Erinnerung ist, Eva-Maria Schmidt, als Sie eben gerade die Folie gesehen haben mit den Spezialistinnen. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Ja, ich meine, es ist ja klar, bei einem kleinen Team, dass da viele, wie ich ja gesagt habe, vieles machen. Aber diese Entwicklung, die wir da im Haus haben, dass wir eben Produktionsteams an die Hand kriegen. Wir haben eine Grafikerin, die sich darauf spezialisiert hat, uns zum Beispiel die Kacheln für Social Media zu machen. Also wenn ich einen Podcast mache, dann sind da dran, aus der digitalen Medienentwicklung ist jemand beteiligt, der mich unterstützt bei der Recherche nach den richtigen Gesprächspartnern, die für mich das Gespräch vorbereitet, die Grafikerin bereitet alle Materialien für die Website, für Social Media, für die verschiedenen Kanäle vor. Die Producerin produziert hinterher den Podcast. Also ich kann mich wirklich komplett darauf fokussieren, das Inhaltliche zu machen. Ich bereite das Interview vor, ich führe das Interview, und damit bin ich ja wieder beim Kern der journalistischen Arbeit. Mhm. Und die Formatentwicklung davor habe ich tatsächlich mit der Frau aus der digitalen Medienentwicklung gemacht. Also insofern konnte ich mit den Thesen echt viel anfangen. Es ist natürlich, also wenn ich es jetzt so sage, echt easy.
easy, wenn man irgendwie von so einem Apparat wie dem HR kommt, das so zu sagen. Und da haben wir natürlich ganz andere Zwänge, das ist ganz klar. Aber ich kann dem natürlich nur zustimmen. Und ich meine, dass interdisziplinäre Teams besser performen, das ist auch klar. Ich weiß, also was mich nochmal interessieren würde beim HR, wenn ich das einfach mal eine Frage stellen darf. Wir haben jetzt ein neues Volontärsprogramm und als ich gesehen habe, wer sich darauf bewirbt, da habe ich irgendwie so gedacht, scheiße, die sind alle wieder genauso wie wir. Also halt eben auch diese typischen weißen Akademikerkinder, die dann irgendwann im Journalismus landen. Und ich habe mich halt echt gefragt, wie man dieses Thema divers, weil ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig, auch gerade für einen Nachrichtensender, dass man eben auch diese Bevölkerungsgruppen erreicht. Und ich glaube, die kann man auch besser erreichen, wenn man eben Vertreterinnen aus diesen Bevölkerungsgruppen im Team hat. Und ich habe mich für unseren Verlag gefragt, warum es für uns oder ob das auch für andere genauso schwer ist, eben zum Beispiel junge Menschen, die irgendwie ein Studium abschließen oder die sich überhaupt für den Beruf interessieren, mit Migrationshintergrund oder zweite, dritte Generation etc. pp. Dafür zu interessieren, und würde mal gerne wissen, ob das dem HR besser gelingt als jetzt zum Beispiel einem deutschen Fachverlag. Seit kurzem, ja. Also der HR hat das Volontariat ein bisschen umgestellt. Wir haben, ich will nicht sagen, die Hürden gesenkt, wäre falsch, aber die Hürden verändert. Also achten nicht mehr so stark auf journalistische Vorerfahrung. Das ist ja gerade bei öffentlich-rechtlichen Volontariaten bisher sehr, sehr stark so gewesen, ja, dass vor allem die journalistische Vorerfahrung, also ich erinnere mich an die Zeit, wo ich dann so in den Medien angefangen habe, da war es ja schon so, dass man im Grunde eigentlich schon eine halbe Journalistenkarriere abgeschlossen haben musste, ehe man mal ZDF oder WDR-Volontariat überhaupt nur drüber nachdenken konnte. Insofern haben wir das verändert. Das hat schon viel Wirkung gezeigt. Jetzt muss man auch sagen, wahrscheinlich ist der Pool der Leute, die sich auf die verschiedenen Volontariate der Landesrundfunkanstalten bewerben, auch nochmal sehr viel größer. Ich bin halt fest davon überzeugt, also obwohl es sich jetzt schon verbessert beim HR, bin ich schon fest davon überzeugt, dass wir eigentlich zu spät ansetzen. Weil wir erwischen natürlich immer nur die Leute, die grundsätzlich schon Interesse an Medien und an Journalismus haben. Und das sind natürlich die Leute, die uns schon familiär bedingt durch ihren Bildungsgrad und so weiter kennen. Ja. Insofern müssen wir eigentlich früher ansetzen. Ich habe letztens mit unserer Personalentwicklung darüber gesprochen, dass wir eigentlich an Schulen gehen müssten, und zwar nicht nur an Gymnasien, sondern bestenfalls an Haupt- und Realschulen, und dort halt dafür werben müssen, warum es so toll ist, Journalismus zu machen, ja, und dass man da mitgestalten kann und warum wir diese Leute brauchen. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt, der viel, viel früher ansetzt, als wir aktuell ansetzen. Hier ist jetzt gerade ein Ball, der eigentlich mal darüber muss zur FAZ, weil ich habe kürzlich gelesen, Sie haben 25 Stellen besetzt, Sie haben es ja auch kurz gesagt, aber ich habe auch gehört, Akademiker ist immer noch Voraussetzung für FAZ. Das auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wir werden auch bunter, also wir, um das ganz kurz mal, also wir lernen die meisten Leute kennen, die nicht so sind wie wir, wenn die als studentische Aushilfen bei uns arbeiten. Also da ist es wirklich schon bunter bei uns geworden. Aber wir haben keine anderen Hürden, aber ja, eine akademische Ausbildung gehört weiterhin dazu. Und die so gut und hoch und weit wie möglich. Also ein Bachelor ist schon schwer, die meisten, die kommen, haben einen Master, und genau, dann aufwärts. Weil der Bachelor ist mag auch an unserem Ausbildungssystem liegen, die sind halt sehr, sehr jung und wissen noch nicht so viel. Wir merken das auch bei unseren studentischen Aushilfen, die wir haben. Die Bachelor tun sich schwer, und die Master, die im Masterstudium sind, die können dann schon richtig mitarbeiten. Herr Littbecker, würden Sie sich manchmal eine diversere Redaktion wünschen für JIT in Ihrem Team? Von der Herkunft her? Oder, also das ist was, wo wir tatsächlich ja auch viel, von der Ausbildung her sind wir ja eigentlich recht divers, obwohl ich glaube, wir haben auch alle studiert tatsächlich. Aber wir sind ja ein interdisziplinäres Team, insofern, dass wir Grafikerin und Fotografin haben und eben zwei Journalisten und einen Pressesprecher. Und das ist schon auch sehr schön. Ich genieße das sehr, weil ich finde, was sich schon dadurch ein bisschen nivelliert, ist diese Zweiklassengesellschaft, die wir, als ich angefangen habe, Journalistin zu sein, auch hatten. Das fing so an auch mit den Freien und den Festen. Also da gab es so ein ganz klares Klassensystem, und auch zwischen den Redakteuren und den Online-Redakteuren. Das kam dann später. Die wurden so ein bisschen als minderwertiger betrachtet und auch schlechter bezahlt. Und ich finde, das gleicht sich schon so ein bisschen aus.
Und also ich war gerade auf der Republika, habe einen Vortrag zur Generation Alpha gehört, die ja schon sehr viel diverser ist von der Herkunft als wir. Kika hat da was ganz Tolles gemacht, also sie haben so einen Kinderrat gegründet und die Kinder, die jetzt unter 10 sind, sind auch schon viel diverser von der Herkunft her als wir. Ich glaube, das wächst sich raus. Also ich habe da so das Gefühl, auch wenn ich die Klassen von meinen Kindern angucke, das ist schon sehr, sehr viel bunter und die gehen dann auch eben diese Wege. Und dass wir für Qualitätsjournalismus Leute brauchen, die gut ausgebildet sind, war, finde ich, sollte vielleicht auch so bleiben. Und das sind, oder? Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, weil ehrlich gesagt, gute Ausbildung hat nichts mit Herkunft zu tun. Die Durchlässigkeit ist natürlich im deutschen Bildungssystem echt schlecht. Aber ich glaube, das Problem ist eher, dass diese Zielgruppen sich für uns alle, für die Medien nicht so interessieren. Und das, finde ich, da ist wahrscheinlich der Weg in die Schule genau der richtige. Die interessieren sich halt dafür, Creator zu werden. So, man muss sich TikTok nur anschauen. Der größte deutsche TikToker, Younes, hat 45,7 oder 47,5 Millionen Follower. Der hat Migrationshintergrund und das ist so ein Weg, den können sich halt viele vorstellen, so wie sie sich vielleicht früher vorstellen konnten, weiß ich nicht, zum Fernsehen zu gehen oder so. Aber also ich finde, wenn man sich den Nachwuchs anguckt, dann sieht man, dass alle Medien, glaube ich, so ein Stück weit, ich meine, bei Zeit, klar, da gibt es auch einen Redakteur, den ich irgendwie jetzt so wahrgenommen habe, der hat einen türkischen Migrationshintergrund. Aber insgesamt, finde ich, sind wir noch eine viel zu homogene Gruppe. Und das würde, glaube ich, echt auch helfen bei den Inhalten, die wir machen. Wir haben jetzt zwar die Mikros ein bisschen an uns angerissen und das ist gut, dass da jetzt gerade eine Wortmeldung kommt, weil ich würde sie natürlich gerne nochmal einbinden. Bitteschön. Danke nochmal für die Vorträge. Verstehe ich das richtig? Diversität ist aus Gründen der Profitabilität richtig? Habe ich das so richtig rausgehört? Das ist wichtig? Nicht? Okay. Okay. Nein, es ist einfach, also wenn man, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich verändert und dann sollten eigentlich diejenigen, die die Inhalte in den Medien machen, sich auch mit verändern. Und ich habe den Eindruck, dass das dem Journalismus insgesamt relativ schwer fällt und dass sich eben jetzt, also ich weiß jetzt nicht, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist es glaube ich bei allen Redaktionen so, dass es eine sehr homogene Gruppe einfach ist. Und ich glaube, es tut jeder Gruppe gut, wenn sie eben andere Gruppen auch repräsentiert. Und da kommen auch bessere Inhalte bei raus. Und ich meine, ihr habt ja in eurem Team auch, hast du ja auch bei den Creatoren ist ja auch, sind ja ganz verschiedene Blickwinkel auf das Thema, was ihr begleitet. Das ist ja schon ein sehr, sehr diverser Strauß von Creatoren, die da für euch tätig sind. Ja, das war das auch, was ich eigentlich sagen wollte. Also ich glaube, ich habe auch nivelliert irgendwann. Also das ist jetzt noch ein Phänomen, aber ich habe das Gefühl, es ist auf dem Zettel auch bei vielen. So. Oder? Bei euch nicht? Doch, auf dem Zettel ist es schon. Ich hänge immer noch so ein bisschen an der Alters- und Ausbildungsfrage, weil die Altersfrage würde ich, glaube ich, anders beantworten als du. Also ich glaube, wenn die Leute jung sind, ist es ja eher, um noch jüngere Leute zu erreichen, was wir ja zumindest definitiv wollen. Ich habe bei euch vorhin gehört, ihr sortiert da nochmal anders wahrscheinlich ein bisschen, als wir jetzt als gesamter HR sozusagen, logischerweise. Für uns sind natürlich die jungen Leute total wertvoll, weil sie ja viel nativer mit TikTok beispielsweise umgehen, ja, als wir das hier können. Und man sieht ja Plattformen und Formaten doch ab und zu mal an, wenn sie gewollt jung sein wollen. Insofern ist das, glaube ich, schon... Ja, dann sind sie cringe, genau. Zwangsläufig. Und zu den Berufsabschlüssen, also ich habe damit an der Stelle ein Problem, weil wir wirklich gerade in den Regionen, also gerade in der Fläche von Hessen, echt ein Problem haben, Leute zu finden. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch jemanden eingestellt als Reporter, der jetzt in Fulda im Studio bei uns arbeiten wird, der eine Berufsausbildung abgeschlossen hat, aber kein Studium. Der hat eine Berufsausbildung abgeschlossen, hat sich dann quasi umorientiert, weil er im Funkhaus Aschaffenburg tätig war beim Radioprojekt und hat dann da das Volontariat gemacht und ist jetzt bei uns. Der lebt aber, im Gegensatz zu vielen anderen, schicken wir den nicht nach Fulda und sagen, hier, jetzt setz dich mal dahin, sondern der lebt in der Region, der kennt die Region. Und da müssen wir natürlich gegeneinander abwägen, was wollen wir? Jemanden, der vor Ort eine Ausbildung gemacht hat und vielleicht auch deswegen, und das betrifft jetzt, ist natürlich auch ein Faktor von Diversität, ja, schon allein deswegen auch einen anderen Blickwinkel mitbringt in der Berichterstattung, weil wir uns schon aus Frankfurt raus natürlich schwer tun, die Leute irgendwie, und da ist Fulda ja als Stadt noch harmlos sozusagen, aber die Leute in den Kreisen zu erreichen, ist echt schwierig. Und da Leute zu finden.
gibt noch mal eine Frage. Die zweite Frage, Paid Advertising. Ist das zu hören? Ja, Paid Advertising. Wie sieht es da aus? Also ihr wollt Abos generieren, Leads generieren, Conversions erzielen, all das. Habt ihr auch ein bestimmtes Budget für Paid? Also direkt für Werbeanzeigen, Suchmaschinen, Werbung, Social Media Werbung, ist das irgendwie auch, würde mich interessieren. Danke. Also was wir nicht machen, sind bezahlte Inhalte auf unserer Seite, also so Advertorials oder sowas. Also das ist, genau. Ja, gibt's also in Social Media, es gibt auf Facebook haben wir versuchen über den Weg Bezahltexte nochmal zu pushen. Also Google-Anzeigen haben wir auch mal gemacht, machen wir nicht, aber wir suchen und probieren alle Wege der Distribution aus und dazu gehört auch Paid Social. Horizont? In Ausnahmefällen, wir haben natürlich kein riesen Werbebudget und also klar, wir haben, also jetzt was wir selber, wir haben natürlich bezahlte Anzeigen, mit denen wir uns finanzieren. Gott sei Dank wächst bei uns auch der Anteil der digitalen Abos sehr gut. Also da sind wir sehr, sehr happy drüber. Das Geld nimmt, glaube ich, jedes Medium lieber als Werbeanzeigen. In dem Fall sind übrigens die Plattformen sehr angenehme Werbekunden, weil die lassen einen wirklich in Ruhe und das Einzige, was sie nicht wollen, ist, dass ihre Artikel vielleicht neben einem Verriss der Plattform stehen, aber das kann man über ein Keyword ganz einfach regeln. Und aber jetzt, um unsere Inhalte irgendwie zu pushen oder sowas, dafür hat Horizont kein Geld. Wir haben es mal ausprobiert mit ein paar Centbeiträgen, aber wir haben gleichzeitig angefangen, Reels zu produzieren auf Instagram und deswegen konnten wir nicht wirklich sehen, ob das den Einfluss hatte, weil das war die Zeit, wo Instagram auch gleichzeitig die Reels gepusht hat und da haben wir dann auch zugelegt. Also deswegen so richtig gut ist es nicht und es macht auch bisher keiner bei uns im Netzwerk, weil wir noch in den Größenordnungen, in denen wir uns jetzt bewegen, auf organisches Wachstum setzen und auch das Geld dafür dann nicht ausgeben wollen. Weil wir mal, aber das weiß ich nicht, ob es ein Gerücht ist, vielleicht weiß das jemand, auch gesagt bekommen haben, dass der Algorithmus dann natürlich auch weiter, also die möchten dann Plattformen, wenn man einmal bezahlt hat, möchten auch weiter gefüttert werden mit Geld. Also verhindert das wohl auch so ein bisschen organisches Wachstum. Aber das weiß vielleicht auch jemand im Publikum oder hier. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Das große Geheimnis der Plattform werden wir heute nicht mehr ergründen, aber wie geht der HR damit um? Ja, also bei uns für Inhalte spielt es natürlich überhaupt keine Rolle. Wo es eine Rolle spielen kann, ist für Veranstaltungshinweise. Also es ist natürlich ein sehr marginaler, genau, also wir haben ja noch das HR-Sinfonieorchester beispielsweise, die haben ja Veranstaltungen, da spielt es dann halt, aber das ist ein marginaler Teil, inhaltlich nicht. Meine Damen und Herren, wir haben viel Einigkeit. Ich würde einfach mal sagen, wir haben Einigkeit über das Thema Interdisziplinarität. Und wie kriegen wir das hin, in der interdisziplinäre Teams bilden? Und deswegen würde ich jetzt einfach zum Netzwerken einladen, aber nicht ohne den vier Gästen heute mit ihren allen Facetten nochmal ganz herzlichen Dank zu sagen für die tiefen Einblicke, die sie gegeben haben und den Inspirationen hier heute Abend. Vielen Dank.